Herzlich willkommen auf dem Seminar der Osterkonferenz 2021 mit Dr. Dr. Roland Werner. Es geht um die Wirklichkeit der Auferstehung von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du dir jemals Gedanken darüber gemacht hast, ob Jesus wirklich auferstanden ist und was historisch dafür spricht. Dr. Dr. Roland Werner wird uns mit hineinnehmen in verschiedene Quellen, in Bibeltexte, die belegen und die dein Denken vielleicht auch an manchen Stellen hinterfragen und feste Aussagen darüber machen, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Roland Werner lebt in Marburg. Er ist Redner, Initiator von vielen verschiedenen Bewegungen, Gründer vom Christustreff und hat einen neuen YouTube-Kanal gegründet, Glauben Denken. Und als dieser Gelehrter, er ist auch unter anderem Professor in der Evangelischen Hochschule Tabor, als dieser Gelehrter beschäftigt er sich jetzt mit den historischen Quellen für die Auferstehung von Jesus Christus. Viel Spaß bei dem Seminar. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Seminar in der Osterkonferenz virtuell in Gunzenhausen. Ich grüße Sie, ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, dass Sie euch Zeit nehmen für dieses Seminar über die Frage der Historizität, also der Tatsächlichkeit der Auferstehung von Jesus Christus. Und dass das eine zentrale Frage des christlichen Glaubens ist, vielleicht die zentrale Frage, das ist uns, glaube ich, allen klar. Als der Apostel Paulus in die griechische Metropole Athen kam, wo die große Universität war, wo die alten Tragödien und Dramen geschrieben wurden, wo Philosophen wie Platon und Sokrates und viele andere waren, und er seine Botschaft da hineintrug, haben die Leute zuerst überhaupt nicht verstanden, was er eigentlich sagte. Weil sie hörten immer so wieder zwei Worte. Und wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 17, da heißt es, sie meinten, dass er ihnen neue Götter verkündigen würde, weil er von Jesus und Anastasis, Auferstehung, redete. Da hatten sie irgendwie einen Rahmen des Verständnisses dafür, so ein Götterpaar, männlich Jesus, Anastasis, weiblich irgendwie, aber was er da genau meinte, das konnten sie nicht verstehen. Ja, wie ist das mit der Auferstehung? Das ganze Christentum ist nicht zu begreifen ohne diese Überzeugung, dass Jesus auferstanden ist. Aber ist das nicht absurd? Wie wahrscheinlich ist das? Und so gibt es, und das verstehe ich natürlich in unserer Zeit, viele Menschen, für die diese Frage der Auferstehung schon längst abgeschrieben ist. Und die denken, das ist Schnee von gestern, das ist wie so ein Märchen von Frau Holle oder irgendwie vom Weihnachtsmann. Irgendwann, wenn man erwachsen wird, dann lässt man das hinter sich und dann ist das quasi Vergangenheit. Das ist Kinderkram. Paulus war sich dessen bewusst und er sagte, ja, es stimmt, es ist ganz schwer zu verstehen, es ist fast nicht glaubhaft, weil natürlich wissen wir alle, dass Tote nicht auferstehen. Also die These, dass vielleicht die Leute in der Antike etwas dümmer waren als wir und dass sie nicht unterscheiden konnten zwischen Toten und Scheintoten oder dass sie irgendwie wundergläubiger waren als heute, die These kann ich nicht stehen lassen, sondern man wusste, da ist jemand tot und jetzt wird er halt beerdigt. Aber jetzt kommen die Christen mit dieser Nachricht und sagen, nein, er ist auferstanden, er lebt. Und Paulus ist sich dieser Spannung sehr wohl bewusst, so schreibt er im ersten Korintherbrief, und das ist in Kapitel 15, Vers 14, er sagt, ist Christus nicht auferstanden? So ist unsere Verkündigung umsonst, euer Glaube ist auch umsonst. Und er sagt, wir würden als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Und er sagt dann, die Konsequenz ist, wenn wir also einen Glauben ohne Auferstehung haben, hofften wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendsten von allen Menschen, weil wir einer Illusion nachgehen. Ich habe mich persönlich auch mit dieser Frage beschäftigt, schon relativ früh in meinem Leben, weil
Gerade auch als es darum ging, ob ich jetzt Theologie studiere und ob ich dann vielleicht in die Verkündigung einsteige, war es mir noch einmal wichtig, ganz grundlegend auf diese Basis-Facts, diese Grundtatsachen des Glaubens zu schauen. Weil ich wollte nicht mein Leben auf etwas bauen oder damit jetzt Jahre und Jahrzehnte verbringen, anderen irgendwas weiterzugeben, was vielleicht gar nicht stimmt. Und so habe ich mir Zeit genommen und habe noch einmal ganz persönlich geforscht, sowohl in den Schriften des Neuen Testamentes, also in der Heiligen Schrift, als auch in außerbiblischen Quellen. Hier habe ich solch ein Buch, Außerbiblische Zeugnisse über Jesus und das frühe Christentum von F.F. Bruce, was ich sehr empfehle, weil da all das zusammengestellt ist, was wir an antiken Quellen haben über Jesus, was Josephus Flavius sagt, was Sueton sagt, Tacitus, römische Schriftsteller, ja, was der Talmud sagt. Und ich habe auch viele Bücher zu diesem Thema gelesen. Und je länger, umso mehr bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass das Unglaubliche und das Unwahrscheinliche, dass das doch wahr ist. So sehr das meinem persönlichen Begreifen und Verstehen als Mensch erstmal nicht einleuchten will. Das ist ja einer der Haupteinwände gegen die Auferstehung Jesu, nämlich, dass so etwas nicht passiert, also Tote stehen nicht wieder auf. Also es ist ein Ereignis, das keine Analogie hat, das nicht nochmal analog irgendwo vorkommt. Und dann macht man eine philosophische Grundentscheidung und sagt, analogielose Ereignisse kann es nicht geben. Wenn man aber dieser Argumentationslinie mal weiter nachdenkt, dann sagt man, ja, das stimmt. Zwar persönlich zum Beispiel ist meine Geburt analogielos oder meine Existenz, weil jeder Mensch anders ist als ich und ich bin analogielos. Aber es werden ja Millionen, Milliarden Menschen geboren, also so analogielos ist es nicht. Aber es gibt zumindest ein analogieloses Ereignis, also ein Ereignis, was es nur einmal gibt, einfach ausgedrückt. Und das ist die Entstehung der Welt. Die Schöpfung der Welt. Und das ist ja ganz interessant, weil wenn die Bibel von der Auferstehung Jesu Christi spricht, dann spricht sie genau davon in diesen Begrifflichkeiten, dass es eine Neuschöpfung ist. Also die frühen Christen haben nicht gesagt, ja, Auferstehung und alle möglichen Leute sind jetzt mal auferstanden, sondern sie haben gesagt, das, von dem wir alle wissen, dass das nicht funktioniert, dass das nicht passiert, dass das nicht belegbar ist, ist doch passiert. Und diese Auferstehung Jesu hat dann ihr ganzes Leben so verändert, dass sie jetzt als Augenzeugen der Auferstehung hinausgingen in die Welt und dass sie bei diesem Zeugnis blieben bis hin zum Märtyrertod. Und das tue ich nur für etwas, von dem ich absolut überzeugt bin. Paulus muss mit der Tendenz der Christen in Korinth sich auseinandersetzen, die, weil sie vom Griechentum herkamen, sich eine Unsterblichkeit der Seele vorstellen konnten, aber nicht eine Auferstehung des Leibes. Und deswegen gab es innerhalb der Gemeinde in Korinth so einige, die sagten, ja, es ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, ob Jesus auferstanden ist, leiblich. Das Leibliche ist ja sowieso nicht so wichtig. Sonst kommt mehr auf die Idee an, auf das Gefühl, auf das Wirken des Geistes unter uns, auf die Energie. Und Paulus besteht demgegenüber auf der Tatsächlichkeit der Auferstehung. Und er sagt, wenn wir diesen Punkt verlassen, dann verlassen wir alles. Wenn wir diesen Punkt verlieren, dann verlieren wir alles. Man muss sich jetzt klar machen, die Kreuzigung und Auferstehung nach allem, was wir wissen, ist im Jahre 30 passiert. Paulus schreibt Anfang der 50er Jahre, 51, 52, an die Christen in Korinth, oder dort ist er in Korinth und kurz danach schreibt er an sie. Also wir sind in einem Abstand von 20, maximal 25 Jahren. Und da schreibt er, der ja auch erst nach Kreuz und Auferstehung Jesu zuerst ein Verfolger der frühen christlichen Gemeinde war, aber dann zum Glauben an Jesus gekommen ist, durch eine Erscheinung des Auferstandenen, der schreibt in diesem Brief und in dieser Verteidigung der Auferstehung in 1. Korinther 15, Vers 3, ich habe euch weitergegeben,
was ich auch empfangen habe. Also Paulus sagt, als ich Christ wurde, habe ich das schon sozusagen als Kern gelernt und gehört. Ich habe nicht nur meine eigene Auferstehungserfahrung gehabt, meine eigene Erfahrung mit dem Auferstandenen, sondern ich habe auch ein Traditionsstück, das hört sich jetzt für uns ein bisschen komisch an, aber offenbar gab es in der Christenheit so etwas, so eiserne Rationen, was die alle lernen mussten und was sie sozusagen für sich auswendig lernten oder sich aufschrieben. Deswegen gab es wahrscheinlich auch schon sehr frühe Stücke so von aufgeschriebenen Sachen. Und er sagt, was ist es, was ich schon empfangen habe, als ich damals zum Glauben gekommen war? Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, also die Kreuzigung, das Sterben, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und nach der Schrift bedeutet, in diesen beiden Fällen zweimal hier gesagt, dass das, was hier sich bei Jesus ereignet, sowohl in seinem Kreuzestod als auch in seiner Auferstehung, eine Erfüllung der Voraussagen und der Verheißungen der Heiligen Schrift ist, also sprich des Alten Testamentes, was damals ja für sie die Heilige Schrift war. Also er sagt, ich habe es schon empfangen als Kern unserer Botschaft. Jesus ist gestorben, Jesus ist begraben worden, Jesus ist auferstanden. Und dann geht es weiter, er ist gesehen worden von Kephas, das ist der aramäische Name von Petrus, Simon Petrus. Danach von den Zwölfen, das ist dieser engste Kern der Jünger. Und dann ist er gesehen worden von mehr als 500 Schwestern und Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Also 25 Jahre später sagt Paulus, hey, da gibt es 500 Leute, die haben den auferstandenen Jesus gesehen, so wie der Kephas, der Petrus, so wie die Zwölf. Und die meisten von denen leben noch, einige sind tot, okay, aber mit anderen Worten, man kann sie fragen. Und dann kommt ein Satz, der für mich ganz entscheidend ist. Das ist Vers 7 in 1. Korinther 15. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Dieser Jakobus ist der Herrenbruder Jakobus. Jetzt streitet man sich zwischen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche. War das jetzt ein Halbbruder Jesu oder war es ein Cousin Jesu? Oder wie ist das genau? Hatte die Maria noch weitere Kinder, so wie es ja scheint nach dem Neuen Testament, oder wie müssen wir es verstehen? Oder sind es Kinder, die vielleicht schon Josef in die Ehe gebracht hat? Alles das wissen wir nicht genau. Aber wir wissen aus den Zeugnissen des Neuen Testamentes, dass während Jesus lebte, seine Familie in einem kritischen Abstand ihm gegenüber war. Einmal heißt es, sie wollten ihn nach Hause holen, weil sie sagten, er ist verrückt geworden. Und da sagten die, deine Brüder und deine Mutter und deine Schwester, die stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Da sagt Jesus und ruft sich um, wer sind denn wirklich meine Brüder und Schwestern? Das sind die, die Gottes Willen tun, ihn hören und tun. Also es gibt eine kritische Distanz offenbar, solange Jesus öffentlich wirkte. Als er aber gestorben ist, auf einmal, und das wissen wir auch nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus frühchristlichen Schriften, und auch aus der Kirchengeschichte des Eusebius und anderen Quellen, war die erweiterte Familie Jesu, also die Sippe dieser David-Nachkommen, an ihn gläubig. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich habe einen älteren Bruder, den ich sehr schätze, aber wenn ich jetzt glauben würde, dass er der Messias ist, da hätte ich doch einige Dinge, die ich jetzt nicht so ganz so toll fände, vor allen Dingen als wir Kinder waren, haben wir uns ein bisschen gestritten, ja. Da würde ich sagen, okay, ich glaube, dass das ein netter Mensch ist, ich weiß, dass es mein Bruder ist, aber dass er der Messias ist. Was muss passieren? Was musste bei Jakobus passieren? Als einem dieser Verwandten Jesu. Er hat ihn als auferstanden gesehen und das hat alles beantwortet. Also wir haben hier ein sehr, sehr frühes Zeugnis, das sich ganz in einem Telegrammstil ganz, ganz ja, tatsachenorientiert anfühlt. Da sind kein Bumm und kein Weihrauch und da ist keine Explosion und nicht irgendwie eine abgefahrene Geschichte, sondern es ist wie so eine Art einfach Gerichtsprotokoll. Gestorben, begraben, auferstanden,
Die haben ihn gesehen, die haben gesehen, von den Zeugen sind einige aber noch am Leben, übrigens auch von der Familie einer. Und dann sagt Paulus ganz am Ende, als Letzten ist er auch von mir gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Christi verfolgt habe. Das heißt, nicht nur der Halbbruder Jakobus, der kritisch gegenüber Jesus war, jedenfalls unsicher, wird jetzt an ihn gläubig durch das Ereignis der Auferstehung, sondern auch der Christenverfolger Paulus. Und genau von diesen beiden Leuten wissen wir übrigens historisch, dass sie als Märtyrer für ihren Glauben an Jesus gestorben sind. Wo sind jetzt denn die Frauen? Wenn wir die Evangelien lesen, zum Beispiel Matthäus 28 oder Markus oder Lukas oder auch Johannes, dann lesen wir davon, dass die Frauen zuerst am Grab waren. Und dass zum Beispiel Maria Magdalena den Auftrag bekommt von Jesus dem Auferstandenen, geh hin und sage meinen Jüngern, dass ich auferstanden bin. Sodass der große Bischof von Konstantinopel, Johannes Chrysostomus, Johannes Goldmund, ein ganz, ganz großer Prediger des 5. Jahrhunderts, einmal gesagt hat, dass die Maria Magdalena die Apostelin der Apostel ist. Warum erwähnt Paulus die Frauen hier nicht, beziehungsweise vielleicht nur indirekt in diesen 500 Brüdern und Schwestern, weil das griechische Wort Adelphoi im Plural ist gender inclusive, also es meint Frauen und Männer, deswegen habe ich es in meiner Bibelübersetzung das Buch auch übersetzt, Schwestern und Brüdern und so, ist jetzt ja auch in der neueren Luther-Version von 2017 an manchen Stellen, wo früher immer nur Brüder stand, meiner Meinung nach korrekter von Schwestern und Brüdern die Rede. Warum erwähnt Paulus sie hier nicht? Die Antwort dafür ist ganz einfach, dass damals weder im römischen noch im griechischen noch im jüdischen Rechtssystem das Zeugnis von Frauen wirklich wertvoll war. Und deswegen, wo Paulus hier gegenüber den Korinthern so wie eine Art Gerichtsprotokoll schreiben will, um sie erstmal von der Faktizität, von der Tatsächlichkeit zu überzeugen und dann hinterher nochmal ausführt, was das für Konsequenzen hat. Entweder, dass die Christen in Korinth wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist, oder dass sie das irgendwie vergeistigt, verflüssigt, mythologisiert auffassen. Da nimmt Paulus das, was sozusagen vor einem weltlichen Gericht der damaligen Zeit Bestand haben kann, nämlich das Zeugnis dieser Menschen. Die Evangelien jedoch, die sozusagen etwas ausführlicher schreiben über dieses Geschehen, berichten erstaunlicherweise einmütig alle vier davon, dass es Frauen waren, die Jesus zuerst als auferstanden gesehen haben. Zum Beispiel Johannes Kapitel 20, Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab, sie weinte. Als sie weinte, schaute sie hinein. Sie sieht zwei Boten, zwei Engel in weißen Gewändern, einen zu Füßen und den anderen zu den Häuptern, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Diese Engelerscheinungen sind übrigens in den anderen Evangelien auch erwähnt, nicht so ausführlich, nicht mit diesem Dialog. Als sie das sagte, wandte sie sich um, sie sieht Jesus stehen, weiß nicht, dass es Jesus ist. Er spricht zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. Allein dieser kleine Abschnitt, wir könnten jetzt durch alle diese Evangelien hindurchgehen, zeigt, dass es hier nicht so wie manchmal auch von Theologen angenommen wird, eine Art psychologische Erklärung der Auferstehung wahrscheinlich ist. Maria Magdalena ist nicht psychologisch vorbereitet auf eine Auferstehung Jesu. Sie geht nicht zu dem Grab in der Hoffnung, dort ein Licht zu sehen oder irgendwie eine Erscheinung zu haben, die sie überzeugt, dass die Sache mit Jesus doch nicht zu Ende ist. Im Gegenteil, alle Evangelien berichten uns, dass sie da nur noch hingegangen sind, um zu weinen und um Jesus einzubalsamieren und endgültig Abschied zu nehmen. Und selbst wo hier die Engel zu ihr sagen, hey, der ist auferstanden, dreht sie sich um und der, den sie sieht, hält sie jetzt nicht in einer großartigen Vision für Jesus, sondern für den Gärtner. Also banaler geht es ja noch gar nicht.
Und das spüre ich hier, aber überhaupt in den ganzen Auferstehungsberichten, so das, was einmal der englische Bibelübersetzer und anglikanische Theologe J.B. Phillips gesagt hat, als er ein Buch geschrieben hat über das Neue Testament. Er hatte gesagt, hat er es genannt, The Ring of Truth, also der Klang der Wahrheit. Ich empfinde, wenn ich das lese, hier dieses überhaupt kein Bemühen, mich jetzt irgendwie psychologisch zu überzeugen oder irgendwie um die Ecke zu argumentieren, sondern da wird etwas ganz einfach dargestellt. Und in der Banalität, in der das Leben ja passiert, nämlich, ja, ist das jetzt der Gärtner und wo ist denn Jesus und ich finde ihn nicht. Und auf einmal in dem drin das völlig Überraschende, das, was sie nicht erwartet haben, was Maria Magdalena nicht erwartet hat, was die Emmausjünger nicht erwartet haben, was der Jakobus nicht erwartet hat, was der Petrus nicht erwartet hat, dass sie auf einmal erkennt, es ist Jesus. Da spricht Jesus zu ihr, Maria, sie wandte sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Und da merken wir nochmal, das hier ist jetzt nochmal die Betonung, so war es wirklich. Die haben Hebräisch geredet. Übrigens haben die Leute damals nicht nur Aramäisch geredet, sondern Hebräisch. Das wissen wir inzwischen. Oft wird das ja noch erzählt, die war nicht mehr Umgangssprache. Das stimmt nur zum Teil. Sie sagt so auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Also sie erkennt dann Jesus. Also wir erkennen hier an dieser Stelle, wie an vielen anderen, dass diese Begegnungen Jesu als Auferstandener mit den Jüngern in eine Situation hineinkommt, wo sie es nicht erwartet haben. Wenn wir auf die Auferstehung Jesu schauen und fragen, was haben wir für historische Grundlagen, dann würde ich sagen, wir haben zwei hauptsächliche historische Grundlagen. Das eine ist die Bezeugung des leeren Grabes. Und auch da sind sich alle Evangelien einig, man kann das nachlesen, dass das Grab leer war. Und das zweite sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Jetzt ist die Diskussion über das Grab, ist besonders auch in theologischen Schriften der letzten 200 Jahre sehr oft gewesen. Wie war das? Haben die sich vielleicht in der Adresse geirrt? Gut, den Irrtum hätte man schnell korrigieren können. Oder wer hat jemand den geklaut? Haben die Jünger den Leichnam geklaut? Aber welchen Sinn macht das, dass sie dann den irgendwo verscharren und überall erzählen, auf Lebensgefahr hin Jesus auferstanden? Auch da spüren wir überhaupt nichts davon. Sondern die Jünger sagten, es ist vorbei, wir gehen nach Hause. Petrus sagt, Johannes 21, wir gehen wieder fischen. Die Emmausjünger, Lukas 24 sagen, wir aber hatten gehofft, dass er der ist, der Israel erlösen würde. Aber jetzt haben wir gemerkt, es stimmt alles nicht. Also die Erwartung war gar nicht. Die Jünger hätten nicht Jesus geklaut, den Leichnam unter irgendwo verscharrt und überall Freudestrahlen erzählt, er ist auferstanden. Wofür? Dadurch wären sie nicht reich geworden, sind auch nicht reich geworden. Dafür sind sie nur umgebracht worden. Also das fällt aus. Hätten es die Römer gemacht, also die Römer hätten sich nicht selbst ihren eigenen Leichnam geklaut, wozu? Und hätten es die jüdischen Autoritäten gemacht, wenn ja, dann hätten sie den ja irgendwann produzieren können. Also sowohl die biblischen Schriften als auch die außerbiblischen Schriften sind sich alle in dieser Sache einig, das Grab ist leer. Und dann kommt die zweite Frage, was ist diese Begegnung mit dem Auferstandenen? Ist das alles Halluzination, ist das Psychologie? Aber dafür sind die Berichte zu divers, es sind so unterschiedliche Situationen auf dem Weg nach Emmaus. Es ist der Thomas, der sagt, auch wenn ihr alle jetzt sagt, er ist auferstanden, alle seine Freunde, seine Peergroup, sagt, hey, wir haben Jesus gesehen, nachzulesen Johannes 20, sagt er, ich werde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erleben kann, wenn ich nicht selbst meine Hände in die Wunden reinlegen kann, da wo der Nagel durchgegangen ist, an den Füßen, an den Händen, an der Handwurzel oder in der Seite, wo der Speer reingegangen ist. Ich glaube es nicht. Und dann begegnet er Jesus und er wird ein Glaubender. Und Jesus ermutigt ihn und sagt, hey, guck, fass es an, fass mich an. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Aber ermutigt auch alle anderen wie uns, die wir jetzt nicht Jesus in dieser Weise erleben können, dass er sagt, selig sind aber auch die, die nicht sehen, so wie wir, aber doch glauben. Das ist also eine Ermutigung in die Zukunft, dass wir aufgrund des Zeugnisses der frühen Christen, dass wir das
auch wir den Zugang dazu haben, über sie, über ihr Zeugnis. So wie im ersten Johannesbrief es am Anfang heißt, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gehört haben mit unseren Ohren, was unsere Hände befasst haben, das Wort des Lebens, also sprich den Auferstandenen, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und damit auch ihr Anteil an diesem Leben habt durch den Glauben. Also es ist das leere Grab als ein ganz starkes Indiz, das nicht bezweifelt wurde. Es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen von so vielen unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Tageszeiten, unterschiedlichen psychologischen Voraussetzungen. Alles in eine Atmosphäre der Verzweiflung, des Unglaubens, nicht in eine religiös aufgeheizte Atmosphäre der Erwartung, wo man irgendwann sagt, oh, da ist ein Licht, oh ja, das ist vielleicht Jesus. Ach ja, wir glauben jetzt alle, Jesus ist auferstanden. Halleluja, klasse. So ist es nicht. Und jeder, der die Schriften des Neuen Testamentes liest, kritisch, der wird sagen, nein, da sind Leute zu dieser Überzeugung gekommen, für die das genauso unwahrscheinlich war, wie es für uns heute ist. Und da ist jetzt die große Frage, ob wir unser Urteil von einem Vorurteil leiten lassen, dass sowas nicht passieren kann. Ich glaube, das machen sehr viele Menschen. Viele haben vielleicht auch keine Antwort und sagen nichts Genaues, weiß man nicht. Solche Menschen nennt man Agnostiker. Ich weiß es nicht, heißt das übersetzt, einmal der nicht genau weiß. Oder ob wir sagen, wir kommen zu einem Urteil, dass das Unmögliche doch Realität ist. Und dass es dann ganz lebendig wird, indem wir selbst Erfahrungen mit diesem auferstandenen Jesus machen. Für mich gibt es noch ein ganz weiteres kleines, vielleicht aber auch großes Nebenindiz. Wir wissen, dass die frühen Christen ja in der Mehrzahl Juden waren. Also all die, von denen wir gerade gesprochen haben, Paulus, Petrus, Maria Magdalena, Thomas, waren alles Juden. Wir wissen auch, wie wichtig der Sabbat, der Ruhetag, als Abschlusstag der Woche für Juden ist, auch vom Alten Testament her. Auf einmal fängt solch eine Gruppe von Juden an, einen weiteren Tag zu feiern. Das heißt nicht, dass sie den Sabbat nicht mehr beachtet haben, aber es heißt, dass sie am ersten Tag der Woche sich regelmäßig versammeln. So lesen wir es zum Beispiel in dem Brief des Statthalters Plinius des Jüngeren an Kaiser Trajan im Jahr 112. Da beschreibt er, was die Christen machen. Dann sagt, sie treffen sich an einem bestimmten Tag der Woche, früh morgens, und singen Christus als ihrem Gott, also als dem Auferstandenen, als dem Gott. Und abends treffen sie sich nochmal und haben eine Art Gemeinschaftsmahl. Aber Paulus sagt schon, dass wenn die Christen sich wöchentlich versammeln und am ersten Tag der Woche versammelten sie sich, dass sie dann Geld zusammenlegen sollten, damals in Mazedonien und in Kleinasien und Griechenland, als Unterstützung, wenn er wieder nach Jerusalem geht, um die Urgemeinde in Jerusalem zu unterstützen, weil es da eine große Wirtschaftskrise gab und eine große Hungersnot. Warum? Nicht, weil sie sich irgendwie jetzt von den Juden absetzen wollten, sie waren ja selbst großenteils Juden, sondern weil an diesem ersten Tag der Woche etwas Neues passiert war, etwas Besonderes, das sie definierte, und das ist die Auferstehung Jesu. So ist für mich der Shift vom Schabbat zum Sonntag. Abgesehen davon, dass man diskutieren kann, sollten wir nicht auch den Schabbat nochmal besonders feiern und so, da gibt es ja christliche Richtungen, die das betonen. Das ist ein eigenes Thema, wie man das sehen kann. Aber wir sehen diesen Shift, dass der Sonntag etwas Besonderes ist, schon im Neuen Testament und dann in der frühen Christenheit ganz deutlich. Auch das ist ein kleines Indiz. Irgendwas muss ja an diesem Tag passiert sein, dass der so besonders markiert ist. Und die Antwort ist die Auferstehung Jesu Christi. Und dann kommen wir sozusagen am Ende dazu, zu fragen, wie können wir selbst für uns das verifizieren? Also gibt es irgendwo eine Möglichkeit, in der ich jetzt heute im 21. Jahrhundert bin und sage, ja, ich würde es ja gerne glauben, aber vielleicht will ich es auch nicht glauben. Wie ist das jetzt für mich? Welchen Zugang habe ich? Und ich würde sagen, wir haben einmal den Zugang über diese Zeugen des Neuen Testamentes,
wenn ich die studiere, wenn ich die Schriften studiere, das, was sie hinterlassen haben, wenn ich ihr Leben studiere, komme ich dazu, zu glauben, dass das Menschen waren, die selbst davon absolut überzeugt waren, gegen alles, was man normalerweise denken würde, aber nicht, weil sie einem religiösen Wahn verfallen waren, sondern weil sie als nüchterne Menschen, als Enttäuschte, als Menschen, die mit beiden Beinen im Leben standen, weil sie diese Erfahrung gemacht haben mit dem Auferstandenen, die ihr Leben völlig revolutioniert hat und ihnen dann die Kraft gegeben hat, das durchzuhalten, dieses Zeugnis, auch wenn es Verfolgung und Tod bedeutete. Und die in dieser Hoffnung der Auferstehung in den Tod und dann ins neue Leben hineingegangen sind. Also es ist einmal diese Menschen, es ist die Maria Magdalena, es ist der Thomas, es ist der Kephas, es ist der Jakobus und wie sie alle heißen. Und es sind die Schriften, die diesen Klang der Wahrheit haben, wo nichts Gefaktes ist, wo ein sehr nüchterner Stil vorherrscht. Und das Unglaubliche in ganz nüchterner, zurückhaltender, aber sehr faktenorientierter Sprache aufgeschrieben ist. Allein das ist für mich sehr attraktiv. Es ist dann weiter vielleicht die Wirksamkeit dieses Evangeliums bis heute. Und dann sind es die Erfahrungen von Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute, die mir Mut machen. So wie einige Freunde von mir, die aus dem Orient kommen, die sagen, sie waren auf der Suche nach Gott und sie haben eine Vision gehabt oder einen Traum gehabt, wo Jesus Christus ihnen begegnet ist und wo sie auf einmal gehört haben, einer erzählte mir, er hat einen Traum gehabt und da sah ein Mann, weiß gekleidet, der zu ihm sagte, auf Arabisch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er kannte diese Worte gar nicht, er wusste auch nicht, wer dieser Mann ist. Und erst später las er diese Sätze im Johannesevangelium. Er hatte aber vorher noch nie Berührung mit der christlichen Botschaft gehabt, hatte noch nie eine Bibel gesehen, war noch nie einem Christen begegnet. Auf einmal hat er diese Offenbarung und so habe ich eine ganze Reihe Leute kennengelernt. Und so kommt für mich diese Indizienkette von damals, was die Basis ist und die grundlegende Basis, bis auch Erfahrungen heute, bis auch in meinem Leben manche Erfahrungen des erhörten Gebetes, eröffnen die Möglichkeit. Sie zwingen mich nicht, an Jesus als den Auferstandenen zu glauben. Aber sie machen mir Mut. Und ich glaube auch, dass Gott uns nicht weiterführen will, weil er will niemanden zwingen zu glauben. Glaube ist immer eine Antwort auf ein Wort. Glaube ist immer auch ein persönliches Ja, eine persönliche Hinwendung. Manchmal sprechen wir von einer Entscheidung. Ich kriege Indizien. Und diese Indizien sind vielleicht ausreichend oder manchmal denke ich, wirklich, aber ich bin dann gefragt als Mensch, will ich diesen Spuren folgen? Oder sage ich, nee, ich schotte ab, entweder weil mir das zu heiß wird oder da müsste ich mein Leben ändern, wenn das stimmen würde, dass Jesus lebt und ich ihm nachfolgen soll. Oder ich kann mir das nicht vorstellen oder was denken andere Leute. Also da kann ich dann irgendwie was haben, was mich da ein Stück weit stoppt. Natürlich mache ich Mut, ich mache aber nicht Mut, blind zu glauben. Das sagt ja Jesus auch nicht. Er sagt nicht, selig sind die blind glauben, sondern er sagt, selig sind die glauben, obwohl sie es nicht sehen. Aber was wir nicht sehen, haben wir aber gehört. Und wir haben gehört von denen, die gesehen haben, von den Augenzeugen. Und so sagt auch, und damit will ich jetzt schließen, das Johannesevangelium am Ende, das finde ich sehr interessant. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern. Da ist das direkt nach dieser Begegnung zwischen Jesus und dem Thomas, wo Thomas dann sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und dann ist jetzt der Kommentar des Johannesevangeliums, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.
Also das ganze Ziel der Evangelien ist, uns Jesus so vor Augen zu führen, in seinem Wesen, in seinem Wirken, in seinem Leiden, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung, dass wir genug Basis haben, an ihn zu glauben, auch wenn wir es nicht selbst gesehen haben. Und das ist der Weg für uns. Das war der Weg für die Korinther. Deswegen gibt ihnen Paulus auch nochmal diese Basisinformation. Deswegen denkt er mit ihnen philosophisch durch, was bedeutet das denn, wenn Jesus vielleicht doch nicht für die auferstanden ist? Was ist dann die Basis für euer ganzes Leben, euren Glauben? Er sagt, dann ist das eine Illusion, dann sind wir die elendsten unter Menschen. Und dann geht er aber im Korinther weiter, Brief weiter und sagt, nun ist aber Christus auferstanden von den Toten. Das ist eine Tatsache. Und weil das so ist, können wir ganz anders leben. Und das hat eine Auswirkung auf unser Leben heute und auf unser Leben in Ewigkeit, weil wir dann wissen, dass die 70, 80 Jahre, für manche sind es ja auch weniger, so wie mein Bruder, der mit 39 im Autounfall gestorben ist und manche andere, die vielleicht schon als Kinder sterben oder angesichts der Sterblichkeit und Endlichkeit unseres Lebens, wissen wir, die Auferstehung Jesu gibt uns die Gewissheit, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass auf der anderen Seite der steht, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und der uns die Hand entgegenstreckt. Komm hinein ins Leben. Deswegen bin ich Christ, das wollte ich gerne entfalten. Ich glaube, Glauben und Denken, ich weiß, Glaube und Denken sind keine Gegensätze, sondern je tiefer wir denken, umso tiefer können wir auch glauben. Aber wir können auch glauben, ohne alles verstanden zu haben, weil Glauben letztlich nicht primär ein intellektueller Akt ist, ein Vorgang, sondern weil Glauben letztlich eine Beziehungsfrage ist. Die Beziehung von mir, von dir, von euch, von uns zum auferstandenen Jesus, der jetzt gegenwärtig ist. Weil das ist ja das Wunder der Auferstehung, dass er, der Auferstandene, jederzeit immer gegenwärtig sein kann und ist, weil er über Raum und Zeit steht. Und deswegen ist er zeitnah bei uns, er ist ein Zeitgenosse, er ist zeitgleich bei uns. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat einiges an Anregung gegeben, jetzt zum Nachdenken, und ich wünsche alles Gute im weiteren Nachdenken. Ich ermutige nochmal, die Auferstehungsberichte zu lesen und auch 1. Korinther 15. Ja, soweit meine Gedanken. Vielleicht könnt ihr jetzt in dem Seminar euch beschäftigen mit diesen Texten, könnt 1. Korinther 15 noch einmal genauer lesen, vielleicht auch darüber nachdenken, welche Fragen wirft Paulus hier auf oder nimmt auf von den Christen in Korinth, welche Fragen beantwortet er wie und wie ist das mit der Faktizität und der Historizität und was hat das dann für Konsequenzen für uns? Viel Spaß dabei und alles Gute.